Es ist laut, es ist schrill und heißt Yelp. Der neue Signalton, der ab heute bei der Polizei NRW im Einsatz ist und von dem sich Innenminister Jäger hier überzeugt. Die Neuerung an den nordrhein-westfälischen Polizeiwagen soll in Zukunft das Eingreifen bei einer Fahrzeugkontrolle verkehrssicherer machen. Denn häufig übersehen Autofahrer die altbekannte Leuchtschrift, die zum Anhalten auffordert. In dem Fall sind oft gefährliche Überholmanöver notwendig gewesen. Solche Situationen soll es mit dem neuen System bald nicht mehr geben. Neben dem schrillen Yelp-Ton sorgt der Flasher, ein rotes Blitzlicht, für zusätzliche Aufmerksamkeit. Man muss sich einfach vorstellen, wenn ein Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit überholen muss, da kommt Gegenverkehr, da gibt es Fußgänger und Radfahrer. Dieses Risiko wollen wir in der Zukunft nicht mehr eingehen. Und deshalb haben wir die 2300 Funkstreifenwagen in Nordrhein-Westfalen mit dieser neuen Technik ausgestattet. Die Investition beläuft sich auf nur wenige 10.000 Euro. Die vorhandene Technik in den Streifenwagen musste lediglich ergänzt werden. Müssen die Polizisten in NRW in Zukunft ein Fahrzeug anhalten, können sie sich auf die tatkräftige Unterstützung des neuen Systems verlassen. Die Kollegen und Kolleginnen sind begeistert von dem neuen Gerät. Es gibt uns vermehrt Sicherheit im Einsatzfalle. Wie Sie gerade gesehen haben, können wir die Fahrzeuge nunmehr viel gefahrfreier von hinten anhalten. Es ist nicht mehr erforderlich, jedenfalls im Regelfall nicht, einen Überholvorgang durchzuführen, der ja weitere Gefahren birgt. Doch auch das altbekannte Tatütata und das Blaulicht werden nicht aus dem Verkehr gezogen. Yelp-Ton und rotes Blitzlicht werden ausschließlich bei Fahrzeugkontrollen eingesetzt. Wer Martinshorn und Blaulicht hinter sich sieht, muss dagegen wie gehabt Platz machen. So soll es nicht zu Verwechslungen kommen. Das ist jetzt neu, aber ich hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger sich schnell daran gewöhnen und wissen, wenn dieser Heulton ertönt, dass man dann auch anhält. Auch wenn das neue System martialischer daherkommt als das alte, für die Autofahrer gilt weiterhin Ruhe bewahren und rechts ranfahren.